Wir haben eine super Truppe, das wussten wir auch schon von Anfang an. Wir verstehen uns sehr gut, haben ein gutes Gefühl füreinander und ich glaube, daher kommt dieses Selbstvertrauen. Das hatten wir auch schon vor dem Turnier. Natürlich hilft das, wenn man auch gute Teams schlägt. Ist auf jeden Fall eins der wichtigen Spieler. In der NBA durfte ich noch nicht so viele wichtige Spiele spielen. Bei Alba habe ich ein paar wichtige Spiele gespielt. Und bei Michigan natürlich, aber ich glaube, fürs Land, im eigenen Land, in der eigenen Stadt, ja, fürs Finale zu spielen, ist erstmal richtig cool. Ja, die Stimmung war halt, war super. Also war konzentriert auf das Spanienspiel und nicht mehr, oh, wie geil war das gegen Griechenland, sondern und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir genau diesen Plan, den wir haben, den wir von Anfang an in jedem Spiel mit an die Hand gegeben bekommen haben, dass wir den weiterverfolgen. Also mit unseren Stärken, mit unserer Identität haben wir eine sehr gute Chance. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir mit 10% weniger rangehen, wird es nichts. Ganz einfach. I think Spain with Coach Guardiola, they've been one of the best teams the last 15 years in Europe. They've been the measuring stick, so to speak. Some people, and this is a very good Spanish team. Okay, they don't have Gasol, they don't have one or two names, but all their players play in the top two leagues in the world. They either play NBA or they play ACB. And they've got a lot of experience and they're very talented. I think the best birthday present would be a win tomorrow night.